Leute, willkommen zurück hier in Danganronpa 2. Goodbye, Despair. Im letzten Part, im letzten Stream, haben wir Kapitel 3 abgeschlossen. Wir haben zwar Nekomaru wieder, allerdings haben wir uns von 3 Leuten verabschieden müssen insgesamt. Ach ja, leider, leider. Ja, aber wir müssen weiter. Wir müssen weiter, würde ich hier an dieser Stelle sagen. Oder wir hören einfach auf und sagen, machen wir unsere eigene Story jetzt hier in Danganronpa und sagen, nein, wir bleiben da, wo wir jetzt sind. Das Spiel wird nicht mehr angefasst. Heißt auch, dass niemand mehr sterben wird. Also heißt das, dass die, die jetzt noch überlebt haben, auf der Insel verweilen werden. So einfach ist. Aber nein, wir müssen weiter. Jetzt muss ich wieder... Oh Mensch. Warum ist hier der B-Knopf der A-Knopf und A-Knopf der B-Knopf? Das ist so verwirrend. Eigentlich kann man hier immer sehr gut sehen, wann ich gestreamt habe. Nicht. So, Chapter 4, da sind wir jetzt. Mal schauen. Welches Leid uns noch so zugefügt wird. Anscheinend das Leid, dass ich nicht mehr reden kann. Ach was, das. Ich kann eh nie reden. Wann konnte ich in meinem Leben schon mal reden? We were hoping things would progress smoothly. Ja, jetzt, ich weiß ja nicht so recht. Außerdem, beim Titelbildschirm habe ich wieder Nagito gesehen, ne, den Pixel Nagito, und da habe ich jetzt wieder an den letzten Fall hier zurückgedacht. Da hat er uns jetzt sehr, sehr geholfen. Und wenn er wirklich so tickt nach dem Sinne, die größte Hoffnung auf dieser Seite steht ja dann, wenn jetzt irgendwann die nächsten Kapiteln, ja, der Täter, der Mörder, der Verräter vielleicht, die größte Hoffnung ausstrahlt, dann kann das noch sehr, sehr kompliziert werden. Es sei denn, man überlässt dem Spieler mal ein bisschen das Ruder. Ich habe das Gefühl, letzten Fall, Last While, hat uns Nagito ja sehr ausgeholfen, weil wir allein ja dazu nicht wirklich fähig waren im Spiel. Obwohl man eigentlich eh was sagen könnte, aber nein. Aber das ist wieder eine andere Thematik. Schauen wir mal. Nekomaru Nidai! I've been reborn in the rivers of hell! Ach was. Hat ja auch was, ne? Nekomaru? Is that you? No matter how you look at it, I'm still me! No matter how we look at it, this isn't you at all! Das ist halt die Frage. Was ist das Ich? Ist es die Persönlichkeit, weil die scheint immer noch gleich zu sein? Oder das Äußere oder alles gemeinsam? Aber dann kannst du auch nie derselbe sein im Leben, wenn auch das Äußere so eine wichtige Rolle spielt, weil dein Körper verändert sich ja auch nach der Zeit. Wetten, er wird zuerst jetzt umgebracht als nächstes. Weil man jetzt denkt, ja, so kann er sowieso nie sterben. Oh, sagen wir nicht, dass das jetzt was mit wie heißt der Mechaniker nochmal? Ich muss nachschauen. Kazuichi, so heißt er, ne? Warum? Warum ruft mich jetzt genau wieder jemand an? Schaut euch hier mal das Detail hier an. Mit Nekomaru.
So. Ach Mensch, ich glaube, die letzten zwei Male hat es ja eigentlich funktioniert. Ganz so, wie es sein soll. Aber natürlich darf sowas am Anfang von einem Stream nicht fehlen. Aber es ist auch eine aufregende Zeit, weil heute habe ich meine Abschlussarbeit ausdrucken und binden lassen und meine Mutter wollte halt fragen, ob alles funktioniert hat und so und morgen gebe es ab. Und dann habe ich diese Abschlussarbeit endlich hinter mir. Hoffe ich mal. Ich denke schon mal, dass meine Arbeit doch ziemlich gut geworden ist, also glaube ich kaum, dass ich da ein Nicht-Genügen kriege und das nochmal machen muss. Also denke ich schon, wenn ich es abgegeben habe, dann habe ich es hinter mir. Und ja, nur mal, falls jemand interessiert. Schaut euch Nekomaru an. Da bin ich jetzt auch gespannt, wenn man mit ihm die Freizeit verbringt, was dann sein wird. Ob das jetzt abweicht oder ob er der gleiche bleibt. Ja. I already know. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass das wirklich eine Maske ist, weil Kazuichi sollte sich ja eigentlich auskennen und jetzt irgendwie voll, ja, ein Gesicht kommt, wo man schon Skelett sieht, Knochen, Muskeln und so. Ich habe mich jetzt schon auf sowas eingestellt. Dieses Face hier. Ja, Mädel, was sagst du jetzt? Damn it. Okay, sie macht sich immer noch Sorgen, wobei es kann ja sein, dass Nekomaru das jetzt nur so vorspielt, ne, weil er weiß, dass die anderen sich Sorgen um ihn machen oder ob es ihm wirklich gefällt. Sorry. Schaut euch ihn an. Richtig happy. You serious? Hey, hey. Hey. Aber er scheint ja jetzt komplett ein Roboter zu sein. Aber was wird aus seiner Kacke? Jetzt kann er nie wieder scheißen gehen. Oh nein. Also den Nekomaru, den wir gekannt haben, den wird es nie wieder geben. Jede Hoffnung ist verloren. You. Ist jetzt auch eine spannende Thematik, wenn man jetzt Menschen betrachtet, die wirklich schwerst beeinträchtigt sind. Ich habe da letztens so ein Video gesehen von einem Vater, der einen kleinen Jungen gehabt hat, der überhaupt keine Kontrolle gehabt hat über seinen Körper und alles drum und dran und der auch, ja, im Rollstuhl eigentlich komplett war und eigentlich, ja, wie schon gesagt, nicht wirklich was machen konnte. Und eines Tages hat halt dann der Vater auch diese Einsicht gehabt, dass er trotzdem noch sein Junge ist und ja, man muss halt sich mehr um ihn kümmern, allerdings bleibt er immer noch der Junge und dann gab es auch so eine Szene, wo auch der Junge dieses I love you Daddy rausgebracht hat und das ist
erstens mal herzzerreißend sowas. Und auch dann, wenn man über die Thematik nachdenkt, wenn jetzt jemand besonders so eine Beeinträchtigung hat, ist das Leben dann lebenswert? Anscheinend ja schon, ne? Weil dann hätte ja der Junge was anderes geantwortet oder hätte einfach eine andere Einstellung gegenüber dem Leben. Der Junge kennt wahrscheinlich nichts anderes. Aber er kriegt sicher mit, dass er anders ist. Dass das jetzt vielleicht nicht normal ist. Das ist dann schon spannend, wenn man einfach mal darüber nachdenkt. Was macht jetzt das Leben eigentlich dann lebenswert? Die Thematik hatten wir jetzt mit meinem Papa auch, weil der durch diesen Gehirntumor eben auch nicht mehr er selbst sein konnte. Sehr verwirrt. Und halt dieser Gehirntumor und dann auch durch die Behandlung die ganzen Entzündungen und alles drum und dran im Gehirn haben ja dann auch auf andere Stellen gedrückt und das hat ihn auch komplett geistig fertig gemacht, sowie die ganzen Medikamente. Und da fragt man sich schon, ja, ist das dann noch lebenswert? Also ich habe schon dann eher die Einstellung gehabt, weil es eh ziemlich hoffnungslos war, dass mein Vater das jetzt wirklich überlebt, das Ganze, weil das der schlimmste Gehirntumor ist, den man haben kann. Und die Bedingungen jetzt auch nicht die besten waren, sage ich jetzt einfach mal, für meinen Papa. Jetzt auch mental gesehen. Und für, also mich hat schon dann fix und fertig gemacht, als ich dann meinen Papa zu Weihnachten gesehen habe, wie er eigentlich auch schon so ein richtiger Pflegefall geworden ist. Und er ist dann eher ein paar Wochen später dann gestorben. Ist jetzt eh ein Monat her oder so. Und da fragt man sich schon, was ist lebenswert und zum anderen, was empfindet ja eigentlich das eigentliche Opfer? Empfindet das eigentliche Opfer das jetzt auch als lebenswert oder will jetzt das eigentliche Opfer sagen, nein, ich will so eigentlich nicht weiterleben. So klar ist das auch nicht, ne? Das ist auch eine sehr, sehr spannende Sache und auch nicht so einfach. Show some spirit! Nekomaru hat ja dann irgendwie auch noch, ja, ein Körper verlieren ist zwar scheiße, aber wenn er geistig eigentlich noch 100% er selbst sein kann, würde ich mal sagen, besonders jetzt mal in der Hinsicht, was ich da für Erfahrungen mit meinem Papa jetzt machen musste, hat er jetzt ja schon Glück gehabt, ne? Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn du auch geistig nicht mehr der sein kannst, der du eigentlich sein willst, und Sachen machst, die du nie machen würdest, das ist halt die Sache, ne? Amazing. Oh nein. Ein neues Chip. Ich sehe es jetzt schon. Ja. Weil das eben ein Videospiel ist, was wir jetzt zocken. Und die möchten uns sagen, das ist Realität. Dann sagen die aus, dass die Realität von einem Videospiel Realität ist. Und das ist ja eigentlich in-game, ein Videospiel im Videospiel. Und das bedeutet, das ist ein Videospiel. Was? Ich kann einfach nicht aufhören damit. Ach was. Das würde ich sowieso nicht hinterfragen. Weil im Darknet zum Beispiel, da, was man so hört zumindest, gibt so richtig kranke Sachen, was da alles ausgetauscht wird an Content. Ist das hier so eine Killerinsel, wo jetzt Schüler sich gegenseitig umbringen müssen? Ist zwar auch ziemlich harsch, aber das ist halt was, ne, so irgendwie im Verborgenen der Gesellschaft so herrscht, dieses Verlangen nach so einem Content.
Weil sonst würde das nicht so ein großes Geschäft sein, ne? Auch jetzt, was Morden betrifft, was und was alles da gehandelt wird, ne? Man denkt jetzt nie so darüber nach, wenn man konkret im Leben nichts mit der Thematik zu tun hat, ne? Aber es ist eigentlich schon krass, was da in anderen Teilen der Welt so los ist. Das meiste, würde ich jetzt einfach mal sagen, ist jetzt nicht in unserer Gesellschaft, dass das passiert jetzt hier in Europa oder so. Naja, sagen wir mal in Mitteleuropa. Aber dennoch gibt es ja auch kranke Sachen, die jetzt hier bei uns passieren, ne? Besonders wenn man jetzt mal Pornografie, so Kindermissbrauch und alles drum dran uns anschauen, kommt ja auch immer wieder raus, dass jetzt da so ein pädophiler Clan zerschlagen wurde oder so und da Leute verhaftet wurden, die jetzt auch hier das aktiv betrieben haben. Also das ist nicht nur irgendwo, sondern auch hier ein Teil. Zudem gibt es auch wahrscheinlich hier eher die Konsumenten bei uns in Europa. Und in anderen Teilen der Erde gibt es halt die, die jetzt, ne, wenn es um Pädophile geht, um solche Inhalte, die machen halt den Content. Und wir in Europa, da gibt es halt leider ein paar Leute, die dann für sowas zahlen. Und das ist halt dann wieder das Geschäft, ne? Das ist halt eine ziemlich kranke Welt, wenn man mal in diesen Bereich der Gesellschaft eintaucht. What's this? Ooh. Yeah! Hey, Oh my goodness! Such a wonderful before and after has occurred! Hey! Sind aber auch, ne, spannende Fragen, muss man Kazuichi auch mal gönnen, dass er mal wichtige Sachen anspricht, weil wenn das wirklich alles nur ein Roboter ist, wie menschlich kann Nekomaru dann wirklich noch sein, ne? Ist das schon das nächste Motiv? Kazuichi möchte jetzt Nekomaru einfach zerlegen. Aber ich denke mal, das wäre ein bisschen zu einfach, ne? Eh relativ klar, wollte ich sagen. That didn't faze me at all. Check it out. I'm intact. I have no injuries at all. Hey. Ah, der neue Nekomaru scheint jetzt bei einigen Leuten hier schon ziemlich beliebt zu sein, ne?
way. Of course. Fool. Let's get along. It's impossible. Ach was. Wenn das Videospiel vorbei ist, dann ist alles wieder okay. Ich höre einfach nicht auf damit, ne? Sheesh. Sehr, sehr böse. Foreshadowing? Don't apply? Ich weiß nicht so recht. Oh. Da wird auf jeden Fall einiges jetzt auf uns warten, wie es ausschaut. Es kann immerhin noch wieder essen, ne? Also immerhin etwas. Vor allem nach dem letzten Fall. Da musste sie ja ein bisschen leiden. Ja, das verstehe ich ja schon, aber ich denke mir, es ist wahrscheinlich ungewöhnlich fürs Erste, aber man gewöhnt sich schon dran. Ist ja auch, wenn, keine Ahnung, wenn du jetzt einen Unfall hast und einen Arm verlierst oder irgendwas, muss man auch sich mal dran gewöhnen, dass jetzt dieser Mitmensch jetzt ein bisschen anders ausschaut, aber jetzt die ganze Zeit sich denken, oh, du tust mir immer leid und leid, blablabla. Ich kann mir das auch richtig ekelhaft vorstellen, wenn ich mich mal in die Rolle des eigentlichen Opfers reinschippe, wenn ich mich da mal hineindenke. Als wäre das ja jetzt für dich nicht schlimm genug, ne? Allein aus der Sicht, was mit dir passiert ist. Musst du ja nicht die ganze Zeit von den anderen angelabert werden oder die ganze Zeit nur Mitleid entgegengebracht werden. Das ist doch... Zumindest mich würde sowas ankotzen. Wenn man dann eh versucht, dann sein Leben wieder unter Kontrolle zu kriegen, ne? Und die ganze Zeit von anderen zu hören bekommt, oh, wie tut es mir leid und... Ihr seid ja eh nicht betroffen, ne? Nach dem Sinn. Ist ja schön und gut, wenn man irgendwie Mitleid zeigt oder so, aber derjenige, der eigentlich damit leben muss, der was draus machen muss, ist... halt die betreffende Person, ne? Das denke ich mir doch. Wenn man sieht, dass jetzt diese betreffende Person wirklich leidet an dem Ganzen, dann kann man eh eingreifen. Aber die ganze Zeit labern von, keine Ahnung, wenn man jetzt mal einen Arm verloren hat oder sowas, oh, wie leid es einen tut und wie kann man nur so leben und, ne? Da kann man sich jetzt richtig viel anhören, wenn man nicht wirklich darüber nachdenkt. Und dann einfach nur das, was einem in den Kopf durchgeht, die ganze Zeit ausplaudert. Das kann ich mir auch richtig ekelhaft vorstellen. Hey, hey. Mich am Acho. Hm?
Hey, hey. Well... Fool! All right! Oh Gott. Sorry. Ja, aber ich denke mal, das werden wir eh nicht herausfinden, solange wir unsere Erinnerungen nicht zurückkriegen oder so. Aber vielleicht will er ja das jetzt ansprechen, ne? Mikan hat ja gesagt, sie kann jetzt endlich zurückkehren zu jener Person. Heißt, dass die Person gestorben ist und sie sich jetzt bewusst war. Aber warum hat sie dann nicht einfach... Dann würde ich nicht verstehen, wenn ihr eh klar war, dass sie sterben wird. Warum hat sie dann so gekämpft, ne? Dann versucht auch noch die anderen zu manipulieren, obwohl eh alle Beweise gegen sie gesprochen haben. Um sie irgendwie authentisch zu bringen, aber warum? Das ist halt die Frage. Oder es ist ein Videospiel und sie hat ja gesagt, dass sie sich jetzt an alles wieder erinnern kann. Und jetzt sich gedacht hat, jetzt ist sie alles wurscht, ich kann eh jemand umbringen. Und wenn ich jetzt Yoko auch noch umbringe, das ist ja auch wurscht. Weil die, ja, wird dann eh wiederbelebt, so gesehen im Real Life. Also die ist dann nie gestorben und wenn ich dann wieder zurückgehe, ja, das ist irgendwie krass, das... Ich suche eigentlich schon immer wieder, dass ich irgendwas finde. Ich suche, wenn ich was finde. Was? Ich kann nicht reden. Ich suche die ganze Zeit nach irgendwelchen Hinweisen, die jetzt irgendwie gegen meine Vermutung was aussagen. Dass die sagen, nein, das kann kein Videospiel sein. Aber stattdessen kriege ich eigentlich immer wieder Hinweise, was für diese Vermutung sprechen würde, ne? Ich sag's euch. Wann habe ich eigentlich damit angefangen, über Videospiele zu reden, dass das eine gute Erklärung sein kann? Irgendwann im ersten Teil. Ich glaube, das hat angefangen, als ich mir überlegt habe, wie kann das eigentlich sein, dass jetzt Schüler entführt werden und dass das gefilmt wird und dass sie sich gegenseitig umbringen müssen. Das klingt zwar auch wie wieder etwas aus dem Darknet oder so, das was organisiert wird, aber anscheinend ist ja die ganze Welt davon betroffen und was wir ja im ersten Teil gesehen haben, gibt es ja diese Aufstände und ja, das wirkt schon ein bisschen fiktiv, sage ich jetzt mal. Natürlich kann sowas passieren, aber es ist ja auch dann nicht weit hergeholt, dass man dann sagt, das ist eigentlich Fiktion. Und wenn die alle in einer Fiktion selber Entscheidungen treffen können, dann ist ja eher kein Film oder was auch immer, sondern ein Videospiel, wo man eher noch was ausführen kann, ne? Und das wird halt irgendwie passen, ne? Warum müssen jetzt diese Schüler ein Videospiel spielen, wo es jetzt auch um so eine ernste Thematik geht? Vielleicht um jetzt ihr Können unter Beweis stellen, ne, als Abschluss oder so. Das ist halt irgendwie eine kranke Methode, aber kann ja vielleicht sein. Das wäre irgendwie ein bisschen realistischer, als würde die ganze Welt jetzt untergehen, ne? Das ist eben die Sache. What? Let me tell you this.
This, too, must be the will of causality. Fine. If you flinch, you will die! Ja. Das schaut ja wie die Hope's Peak aus, ne? Und im ersten Teil war ja alles hier in dieser Schule, ne? Und wenn jetzt die aus dem ersten Teil, die den Abschluss geschafft haben, und anscheinend ist ja Byaku ja auch hier gewesen, ne? Die können vielleicht jetzt hinter dem auch stecken, ne? Als Abschlussschüler. Das kann eben dann auch noch passen. Dass die jetzt eigentlich die Gegner darstellen müssen, ne? Das ist dann immer so ein endloser Kreislauf. Was ja eigentlich ziemlich genial wäre. Da muss man sich aber dann schon fragen, ob sowas Realität sein könnte in unserer Gesellschaft. Wo man sagt, okay, wir haben jetzt so eine Technologie, wo das jetzt so eine Art Videospiel wird und die müssen sich umbringen. Und das wird sich sehr, sehr echt anfühlen alles. Das ist schon krass, ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es mal irgendwie eine Privatschule gibt, die sowas machen würde. Weil sie überzeugt ist, dass man so das Beste irgendwie aus den Schülern rausholen kann. Weil sie mit sowas konfrontiert sind. Und soweit hergeholt ist der Gedanke gar nicht, dass wenn Menschen mit negativen Erlebnissen konfrontiert werden, dass sie da auch öfters mal gestärkt wieder rauskommen. Wenn das jetzt die Grundthematik dahinter ist, ja, könnte ich mir sowas eigentlich schon vorstellen, dass da mal irgendjemand auf diese Schnapsidee kommt. However, vor allem, was mich da stört an der ganzen Sache, ist das mit den Erinnerungen. Es gibt, glaube ich, irgendwelche Drogen, die, wenn die dir eingeflößt werden, dass du jetzt dich an die letzten 24 Stunden nicht mehr erinnern kannst oder sowas, aber nicht mehrere Jahre oder, ja, eine ganze Schulzeit oder sowas. Das ist dann eher unrealistisch und man kann unmöglich, auch wenn man jetzt so eine Technologie hat, so ein Videospiel aufzubauen, glaube ich, ist das noch viel komplexer, wenn man versucht, gezielte Erinnerungen zu löschen vom Gehirn, weil das ja so vernetzt ist, das Gehirn, und immer noch sehr unerforscht. Ich glaube, das ist so von der Technologie her noch viel, viel anspruchsvoller, als würde man jetzt vielleicht irgendwie das Gehirn mit einem Videospiel verbinden oder irgendwie sowas, ne? Also, das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass man sowas so einfach bewerkstelligen kann. Und das noch bei jedem Schüler konstant, ne? Nur diese Erinnerungen. Das ist halt die Sache. Das könnte ich mir eher in einem Videospiel vorstellen, ne? Wo man das ein bisschen umfunktionieren könnte. Wobei das ja auch nicht wirklich so einfach ist. Aber jetzt einfach mal auf echte Menschen bezogen, ne? In der virtuellen Welt, wenn es da so ein Ich gibt, das erstellt wird, da kann ich es mir eher vorstellen, als jetzt am echten Menschen, dass man da gezielt was rauslöscht. Hm.
Impossible! Hey! What? Isn't that right? Hey. Ich habe auch ein ungutes Gefühl, wenn Nagito herausfindet, wer der Verräter ist, dann kann es ekelhaft werden. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass Nagito dann diesen Verräter irgendwie richtig anhimmelt nach dem Sinn. Der würde sogar so weit gehen, alle auszutricksen und alles dran. Die Hoffnung von diesem Traitor muss ja immens sein. Also das ist, würde ich jetzt hier mal sagen, richtig gefährlich. I won't be fooled. Und das ist halt die Frage, wie kann man denn den Verräter jetzt ausfindig machen? Ein Verräter, der Monokuma oder Monomi steuert? Da haben wir schon ein paar Ideen rausgehauen, wer das realistisch gesehen oder potenziell das machen könnte, ne? Aber es kann ja natürlich im Hintergrund immer irgendwas sein, wo jetzt ein Charakter, von dem man es jetzt eigentlich sich nicht vorstellt, keine Ahnung, sagen wir jetzt einfach mal Sonja, dass die dann dahinter steckt. Kommt sicher nicht von irgendwo, ne? Wow. Es würde auch irgendwie erklären, warum er so auf uns fixiert ist in den Trials. Gar nicht mal so unklug, ne? Wenn wir wirklich der Traitor wären, dass vielleicht irgendwas rausrutscht, wenn man jetzt in so einer angespannten Last-Trial-Situation ist. Hey. Warum? Wie kommst du darauf? Jetzt sagt einer, meine Vermutung ist das. Der andere sagt, oh, das ist jetzt wirklich wahr. Ja, egal was man macht, wenn man fixiert auf diesen Gedanken ist und nicht abweichen will, kann man eh alles machen. Aber du wirst trotzdem verdächtig bleiben. Also, boah. Und immer noch am Fressen. Nein. Wer würde denn bitte aus seinen Augen jetzt was trinken? Are you kidding me? Damn it. Don't fuck with me. You're
You're so evil! I'll beat you up! I renounce you! That's... lame! Unbelievable! What? Didn't I tell you to stay back? This technique, it's impossible to defend against it or evade it. Well now. Special bleeding service! You serious? News! So... Hey, hey. You know, right? Yep. Hajime. What? Starting to get pumped up. I Und so einfach konnte man uns wieder überzeugen, ne? Ja. Außerdem denke ich, so Hajime würde es eigentlich schon irgendwie passen, Lucky Student. Oder, naja, wir haben ja aus der Erinnerung von ihm gehört, dass er nicht wirklich confident ist. Ein anderer Gedanke wäre vielleicht irgendwie der Anführer von dieser Rebellengruppe, von der wir da letztens gehört haben. Aber das würde dann wenig Sinn ergeben. Also ich denke mal, dass Nagito eventuell eigentlich schon weiß, was mit Hajime los ist. Aber er rückt nicht mit der Sprache aus und... Ja, ich
glaube auch nicht, dass Nagito der Ultimate Lucky Student ist. Das hat er ganz am Anfang mal gelabert. Aber bis dahin gar nicht mehr erwähnt, ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass er irgendwie der Ultimate Hope ist oder irgendwas in die Richtung. Natürlich wirkt das irgendwie so wie Despair und alles dran und dran. Also schauen wir mal. So, ab in den Vergnügungspark, wie es da bei diesem Kapitelbildschirm ausgesehen hat. Wie geht's eigentlich unserem Tierlein? Ja, wer bist denn du? Ja, wer bist denn du? Ja, du bist ein Äschchen. Seidelei. Wisst ihr was? Mir ist jetzt wurscht. 5 und 4. Also jetzt Kapitel 4, dann Kapitel 5 und vielleicht dann noch ein finales Kapitel Nummer 6. Schauen wir mal, ob ich das jetzt noch so schaffe. Ich habe auf jeden Fall geplant, in dieser Woche Kapitel 4 zu machen. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Dann nächste Woche Kapitel 5 und mal schauen. Wenn ich Zeit, Bock und Lust habe, Energie noch habe, könnte ich mir sogar vorstellen, nächste Woche 5 und 6 zu machen. Dann habe ich auch Danganronpa abgeschlossen, bevor jetzt mein letztes Semester losgeht. Wobei ich sagen muss, ich werde wahrscheinlich jetzt eh nicht so viel Stress mit dem nächsten und mit dem letzten Semester haben. Ich habe euch eh schon gesagt, ich habe jetzt schon die Abschlussarbeit und die gebe ich morgen jetzt schon ab. Da muss ich mich jetzt im letzten Semester gar nicht mehr um die Abschlussarbeit kümmern. Ich habe auch schon das Praktikum vorgezogen. Das wären auch wieder 100 volle Stunden gewesen. Die Arbeit war, glaube ich, 150 volle Arbeitsstunden, die man da angerechnet bekommt. Das habe ich mir alle schon erspart, weil ich es vorgezogen habe, ne? Außerdem gehört zum nächsten Semester auch noch, gehören dann noch die Sommerferien dazu. Also da werde ich easy peasy mit dem Semester fertig. Auch wenn es sein muss, wenn ich richtig faul werde, kann ich auch in den Sommerferien die ganzen Aufträge dann noch erledigen und nachholen. Nicht alle, aber halt die meisten. Also, ja, schauen wir mal. So. Is this an amusement park? Die Musik. That just makes it look even creepier. Ach was. Ach was. So schlimm ist das ja gar nicht. Wahrscheinlich wird das jetzt der krasseste Fall. Ich sehe es jetzt schon. Funhouse, es gibt eine Sumi Castle. Ich hätte mir jetzt eher gedacht, dass Sonja dort ist. Also schauen wir mal. Monomi House. Und dann gibt es noch Rollercoaster. Söderle, dann schauen wir uns hier mal um, ne? Horrorhaus, gehen wir da jetzt schon rein? Ja komm, warum nicht? Die Musik wird leise. Ist das die Rakete aus dem ersten Teil? Kann das sein? Sehr einladend aus, muss man sagen. Und immer Ausschau halten nach Monokuma. Also ich sehe mal nichts in die Richtung.
I don't like this. Dumbass! Ach was. So schlimm ist das gar nicht. Perhaps. Ach man. Ah, musst du die beiden erwähnen. Besonders im Gi. Die wäre sicher richtig hype hier. So, dann können wir auch noch reingehen. Wollen wir überhaupt rein? Aber das Haus in einem Vergnügungspark haben, ich weiß nicht so recht, ob das gescheit wäre. Ich weiß ja nicht so recht. Kann ein bisschen laut werden und unangenehm. Schaut so groß aus. Wollen wir da jetzt schon hin? Nee. Da gehen wir zuletzt hin, ne? Besuchen wir mal Lakana. Auf Rollercoaster. Jetzt hätte ich schon gedacht, dass wir mit ihr da auf dem Rollercoaster raufgehen und unsere Zeit haben werden. So. Ja, mal Monokuma. Ich hab dich genau gesehen. No. No. Give me the coins. Oh yes. Ja, moin. Ich weiß nicht so recht, ob das so klug ist, nach dem Essen direkt sowas zu fahren. I don't know. Ist aber ihr Problem. Oder eher das Problem von den Leuten, die hinter ihr sitzen. Wenn da so ein Kotzstrahl rauskommt. Ja, kann ein bisschen ekelhaft werden. Funhouse. Ich muss auch ein bisschen an die Welt aus Paper Mario denken, wenn ich mir das mal so ansehe.
hier irgendwo ein Monokuma. Vielleicht ganz oben. Und schaut auf uns herab. Kann das sein? Aber wir können wahrscheinlich eh noch nicht wirklich viel erkunden hier. Yes, indeed. Nonetheless, your body will be crushed asunder by then. Hey, So... Nonetheless, your body will be crushed asunder by then. Oh, aber das ist eh alles irgendwie eine Falle hier. Hey. Ja, ja, Nagito, wir wissen eh, dass du hier nicht wirklich der bist, den du hier ausgibst. Hey, ja, mit dir rede ich denn oder doch viel lieber. Du sabberig. Richtige Gamerin, wie es ausschaut. Ohne Freundin. I know that feel. Naja. Ich kann mich aber nicht beschweren, sage ich jetzt mal. Ich habe zwar wenige Freunde in meinem Leben gehabt, aber dafür eigentlich gute Freunde. Ich habe jetzt nie so richtig große Probleme gehabt mit Freunden, die mich irgendwie hintergehen oder so. Also kann ich mal schon sagen, dass ich da eigentlich zufrieden mit bin, ne? Kann auf jeden Fall auch ekelhaft werden, wenn man eben in seiner Schulzeit Freunde hat und dauernd Streit und ach, was noch, wegen irgendwelchen Gründen. Ich glaube, den einzigen Streit, den ich jetzt wirklich so konkret hatte mit Freunden, war... Mal ein Freund in der Grundschule, der hat mal was von mir gestohlen. Das hat sich dann irgendwie so komisch entwickelt. Das ist wahrscheinlich dann das Einzige, würde ich jetzt mal spontan sagen. Und ja, halt würde ich sagen, was auch ganz normal ist, dass sich die Wege dann einfach trennen. Beispiel mein bester Freund aus der Grundschule, war ich wirklich so richtig eng zusammen mit. Wir haben uns dauernd gegenseitig besucht, gespielt und was noch. Er war halt auch früher so ein richtiger Gamer, so wie ich. Aber ja, nach der Grundschule eben. Jeder ist zu einer anderen Schule gegangen und dann hat sich's halt so entwickelt, ne? Aber ich glaube, das ist auch normal. Jetzt meine momentanen Freunde, würde ich jetzt mal sagen. Shobi, der ja immer wieder mal hier vorbeischaut, nachdem ich die Schule verlassen habe, ist jetzt der Kontakt jetzt auch nicht mehr so eng geblieben. Was, glaube ich, eh sehr logisch ist. Vor allem, weil... Ne, man ist dann im Abschlussjahr von der Schulzeit, da hat man eh nicht so viel Zeit und dann kommt halt alles nach Schulabschluss, sei es Studium, Ausbildung, was auch immer, da kommt man und vielleicht auch Auszug und eigenes Leben, ne, eigene Wohnung,
Das passiert ja dann alles so nach der Zeit, nach den Jahren. Solange man das jetzt den anderen nicht irgendwie blöd vorenthält, denke ich, geht das völlig in Ordnung. Who cares? Exciting. No. Yeah. Mouse. Schaut euch die Schlawiner hier an. Sonst noch irgendwo was? Nee, das ist nur ein Monitor. Warum kann man eigentlich die ganze Zeit die Monitore anklopfen? Weil ich glaube, das ist immer das Gleiche. Okay, das ist jetzt mal ein neuer Text, aber ich weiß nicht so recht, ob das irgendwie was Interessantes wiedergibt. Warum ist wie die Steuerung hier? Ist auch ein bisschen ekelhaft. I've been found. I've been found. Oh. Jetzt los. Are you serious? Und ich sehe, die beiden sind jetzt schon richtig dicke Freunde geworden. Oder Kazuichi ist halt jetzt so ein richtiger Stalker geworden. War nicht schon wieder. Kommt jetzt Pizza oder so raus? It opened? Is that a clock? I'm able to sense the passage of time. I don't even need to look at clocks anymore. Whether it's training, meals, or baths, there's no doubt this feature is useful in a variety of situations. It actually comes out of your chest. What are you, a cuckoo clock? Hold on. Fool. Ah. Man. What? Und ich habe die Musik ein bisschen unpassend gefunden, die jetzt im Hintergrund gespielt, weil normalerweise kommt immer die Musik, wenn irgendwie Spannung und oh, was ist jetzt los? You! If you flinch, you will die! Okay. Oh my! Oh! Wir reden hier von einem ziemlich fanatischen Kerl.
bringen all diese Worte nichts. Ooh, how exciting! Jetzt. Wir waren ja schon dort. Oder funktioniert der jetzt? Ich hätte eher gedacht, wir gehen zum Funhaus. Naja. Solange jetzt der nächste Unfall, Mord, was auch immer, jetzt nicht passiert. Wie der erste Case in Detektiv Conan, ne? Sowas will ich hier jetzt nicht erleben. Want me to tell you? Hey! Ah! What? Hey! Of course! No way! This is bad. You saying? Shut up! I already know. Even so. Nope. Listen well. Huh? Wow. Hey. That is. Are you kidding me? Dum dum da. Was? Ich könnte mir das noch länger anhören. See? That's obviously wrong. Understood. Hey! Ja, moin. Now then. Kazuichi. Dekomaru verliert auch schon alles. Aber so viele Leute sind wir leider gar nicht mehr, ne? Was ist mit... Gangnam auf einmal. G-Force! It feels like all the screws in my body are gonna fly off! Be still, my heart! But this is so much fun! I'm gonna die! Let me die! Ach was. Yes, indeed! Alright! Richtig Hype. Hey. Yes, indeed. Hey. Here!
Ah, okay, jetzt sehen wir, dass das jetzt wirklich in Verbindung steht, der erste und der zweite Teil. Aber das müsste auch bedeuten, dass das jetzt wirklich aus... Also, dass das ein Sequel ist und kein Prequel. Das stand ja auch noch nicht so fix fest, ne? Byakuya scheint normal zu sein, ne? Jetzt wird's auf jeden Fall interesting. Wait! What? Die Frage ist ja auch, wie lange ist das jetzt zurück? Habe ich das jetzt überlesen? Weil wenn das jetzt, keine Ahnung, 5 Jahre oder so her ist, dann müsste man ja irgendwie sehen, dass Byakuya älter ist als die anderen, ne? Oder ist ein Videospiel. Impossible! This is... Hey! Yep. Wir hatten aber auch im ersten Teil was von einem vorherigen Spiel, Case, was auch immer, wie man das jetzt nennen möchte, gehört, ne? Und jetzt passiert hier wieder das Gleiche. Auch relativ, naja, am Ende vom Spiel, da sind wir jetzt noch nicht angelangt, aber nicht gleich am Anfang haben wir das erfahren, sondern eher dann nach der Zeit. Dann könnte an der Theorie von mir ja doch was Wahres dran sein, ne? Dass das jetzt immer so nacheinander passiert. Und wie im ersten Teil war halt jemand der Monokuma und alles drum und dran. Und das kann ja auch gut sein, dass eben die, die jetzt hinter Monokuma steckten, im ersten Teil genauso Schüler waren, die den, ja, das vorherige Spiel gewonnen haben, sage ich jetzt einfach mal, ne? Das würde auch erklären, warum zum Beispiel diese eine Klasse so wie richtiger Krieg ausgesehen hat, ne? Weil war die andere, die Schwester oder wer auch immer das jetzt nochmal war, war das nicht irgendwie so eine Soldatin? Also mal schauen. Hey, Bastard! That's obviously impossible! Let me ask. What? Of course not! Mhm. Aber deswegen musste er sterben, ne? However. Nagito, du warst ja eigentlich derjenige, der Schuld an Byakuyas Tod hat, ne?
Aber how unfortunate, ne? Let me tell you this. This, too, must be the will of causality. Correct! Hey! Yep. I can't wait! I can't wait! I shall engulf this world. Mal schauen, mal schauen. Ich finde es auf jeden Fall, jetzt wird es an der Zeit, dass man von der Story auch etwas mehr erfährt, ne? Hat sich jetzt zwar noch nicht so angefühlt, dass es sich jetzt zieht. Also das finde ich eigentlich hier in dem Spiel schon richtig gut. Zumindest denke ich halt, dass mir das jetzt nicht zu zäh vorkommt. Weil es passiert ja noch anderes Zeugs, was dich ja auch irgendwie ergreift, wenn man das so sagen kann, ne? Also soll ich mit ihm reden? Damn it! Und für mich wirkt auch das mit Nagito so, dass Nagito eigentlich weiß, was da los ist. Und er weiß auch, dass er uns jetzt angelügt hat. So wirkt für mich das jetzt. Na, Nagito. Now then. Now then. Na. Okay, dann halt. No way! Hey!
way! All right! Ladies and gentlemen, this train is heading toward the Funhouse! Allow me to guide you all to the world of surprises on this train that runs toward glory! Please be careful of where you step. Also, it's dangerous to stand up all of a sudden. Well, it's not like you have time to do that. What the hell? Is this gas? Damn it. This was definitely a trap. Ich denke, da hätten wir ja sowieso keine große Wahl gehabt, irgendwas zu tun. Und wo sind wir jetzt? Weil Monokuma und Co., die haben sowieso das Sagen. Oder was hätte jetzt Monokuma getan, wenn jetzt einer sagt, nö, ich gehe nicht hin? Hätte er den jetzt einfach bestraft, dann müssen wir eigentlich eh nach deren Pfeife tanzen, ne? Wird das jetzt zu so einem Art Dungeon, wo wir nach und nach jetzt irgendwie mehr herausfinden? Das wäre eigentlich auch sehr, sehr spannend. Aber dann müsste es ja eigentlich gewesen sein mit dem Vergnügungspark. Vielleicht kommen wir aus dem Castle dann raus. Ah, wir haben dann noch Monomys Haus. Also alles wurde noch nicht genützt. Wrong. What did you do to me? Damn it! I see. Welcome! Yep. Allow me to explain! Ta-da! What's this? What do you yearn for? That's right! Hmm? Yeah!
worry. Hey, Viva Killing! What the fuck? Ja. Vor allem, warum kommt das jetzt so plötzlich? Das kommt mir schon ein bisschen komisch vor. Damn it! Und das sollte hier das nächste Motiv sein. Wir werden hier wahrscheinlich sicher unsere Hintergründe finden. Da wird's halt spannend, was da drinnen steht. Steht da nur Alter, Größe und was auch immer, was formal ist, was uns jetzt nicht wirklich weiterhilft? Oder steht da auch irgendwie Background-Story zu den jeweiligen Personen? Kann das sein, dass sich dann jemand irgendwie zurückerinnert? Aha, ja, da war ja was, ich muss hier raus. Also generell, ich muss das hier gewinnen. Oder hat jemand Angst vor geschlossenen Räumen? Wenn man keine Freizeit hat. Na, Freizeit, wenn man keine... wie heißt es? Freiraum, wenn man keinen Freiraum bekommt. Und eingesperrt ist in einem eigentlich relativ engen Raum mit anderen. Gundam war ja bis jetzt immer ziemlich zurückgezogen. Hat zwar hin und wieder mal Versuche gewagt, jetzt mit uns zu kommunizieren, aber kann er vielleicht in Wahrheit irgendwie so eine Angst haben vor anderen? Sowas könnte ich mir ja dann eher vorstellen. Dass er hier ausrastet, dass er das nicht aushält. Oder das ist doch hier alles größer. Naja, schauen wir mal. Weil bisher das System hier mit den ganzen Inseln wirkt schon so, dass es größer ist als der erste Teil. Im ersten Teil hat der Raum, in dem wir uns bewegen konnten, doch kleiner gewirkt als jetzt hier. Und wenn man jetzt mit dem wirklich spielt, dass es hier irgendjemand gibt, der sowas überhaupt nicht ab kann, dann braucht man auch nicht wirklich viel Information aus der Vergangenheit. Ja, Gundam kann ich mir da eher vorstellen. Kazuichi sicher nicht, zumindest in dem Aspekt, weil der findet sich sicher richtig geil, dass er da jetzt noch näher kommen kann zu den anderen Mädels. Sonja wirkt für mich schon jemand, der gerne viel erfahren will, und wenn es hier nicht wirklich viel gibt, aber würde sie deswegen umbringen? Weiß er nicht. Also es kann entweder für mich jetzt drei Sachen sein. Entweder man hat wirklich Angst, in einen relativ engen Raum mit anderen leben zu müssen. Oder aber man ist halt von der Natur aus jemand, der, ja, auch wenn das ähnlich ist wie das erste, aber es ist für mich schon was anderes, wenn man eben irgendwie Freiraum sucht und es nicht wirklich aushält, immer am gleichen Ort zu bleiben, im kleinen gleichen Ort, sage ich jetzt mal. Oder wir erfahren halt wieder was aus der Vergangenheit oder so. Und dann kommt es einem in den Sinn, hey, ich muss hier raus.
Aber das war ja bis jetzt eigentlich immer so der Fall, ne? Aber es kann halt wirklich möglich sein. Und, was mir auch eingefallen ist, wenn hier... Oh, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn jetzt so ein Psychospiel stattfindet, wo jetzt, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, Hajime jetzt wirklich als ein Monster dargestellt wird oder als der Verräter und jeder irgendwie dann durchdreht und das nicht mehr aushält hier drinnen. Das kann ich mir gut vorstellen. Es kann natürlich auch jeder andere sein, dass man dann Angst bekommt, weil irgendjemand durchdreht oder ne? Psycho-Games halt. This is troubling. How foolish of me! Hey! Huh? Oh! Fool! Hey, hey! Jeez! Man. Damn it. Oder wer ist hinter Nekomaru gesessen? Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass Nekomaru beim Rollercoaster ganz hinten war, aber diesmal war Nagito ganz hinten. War Nekomaru in vorletzter Reihe, dann kann ich mir vorstellen, dass Nagito seine Finger im Spiel gehabt hat. Hey, hey. But... Dumbass! Amazing! Well? Damn right! Huh? Well, bastard, you damn right. Oh, ich kriege ein ungutes Gefühl, wenn wir mit Nagito zusammen gesetzt werden. Kann ich nicht, keine Ahnung, Kazuichi hernehmen. Wobei der wahrscheinlich mit Nekomaru zusammen geht. Miss Sonia! However. Ist richtig denied. Oh my. Of course not! Now then. Hey. Huh? Yep. For now. Huh? Hey, hey, hey! Well...
I mean... That's obviously wrong! Naja, das kannst du zu jedem sagen. Weil du das jetzt auch kein wirkliches Argument. Ist ja nicht so, als würden sich jetzt alle von früher kennen, außer halt Hajime ist jetzt ein Außenseiter. Ein Merkwürdiger, der sich an nichts erinnern kann oder so. Das wäre das eine, ne? Aber das betrifft ja hier jeden, ne? Wir kennen uns ja nicht von früher. Aber es geht in die Richtung, wie es ausschaut, ne? Das war Option 4, sage ich jetzt mal, ne? That's right. Yep. Yep. Huh? Nekomaru gibt's ja auch noch, ne? Dann ist ja eigentlich alles okay, wollte ich sagen, weil wenn wir da alleine rumlatschen, kann das wieder richtig aufgebaut werden, dass wir der Traitor sind. Aber nachdem Nekomaru das hier so gesagt hat, sind wir immer noch sehr, sehr verdächtig. Warum macht das Nagito auf einmal? Natürlich kann man sagen, er ist jetzt der Traitor, der eigentliche, und will jetzt den Verdacht auf uns lenken, aber das ist irgendwie zu offensichtlich. Vielleicht hat es ja wirklich was damit zu tun, dass er sich ja als der Lucky Student vorgestellt hat und er genau weiß, dass er eigentlich was anderes ist. Und dann kommt raus, dass wir der Lucky Student sind und dann... Und jetzt Nekomaru... können es uns jetzt auch vorwerfen, wir haben ihn ausgeschaltet oder so. Naja, aber dieses mit Leftovers, das kenne ich nur sehr gut. Weil ich bin meistens jetzt auch im Studium, wenn es Gruppenarbeiten gibt oder so, ich nehme einfach den, der übrig bleibt. Da gibt es natürlich immer die Kandidaten, die immer zusammen sein müssen, ne? Die sind untrennbar, die schließen sich gleich immer zusammen. Bei jeder Aufgabe, die man nur... in Gruppen machen müssen, ne? Es gibt ja auch ein paar, die sind so eng miteinander, die melden sich bei den gleichen Fächern die ganze Zeit an. Da bin ich eigentlich eher das Gegenteil. Ich habe auch absolut keine Probleme, mich mit anderen zusammenzusetzen und mit denen zu arbeiten. Ich bin da eigentlich sehr, sehr, sehr flexibel. Ich habe absolut keine Probleme damit. Ich bin halt einer, der nicht gerne zu den Leuten hingeht bei solchen Anliegen und sagt, jetzt kommen wir zusammen oder so. Ich warte die meiste Zeit, bis die erste Phase vorbei ist, wo die Leute sich zusammengesetzt haben oder ausgemacht haben, ja, wir beide und wir oder wir drei. Und ich schau dann halt einfach, wer übrig bleibt und mach halt mit dem. Oder wenn ich allein übrig bleibe, dann gehe ich halt einfach zu den Nachbarn oder sowas und sage, also zu den Studenten, die jetzt neben mir sitzen, ne, das meine ich mit Nachbarn, und sag, ja, kann ich bei euch mittun? Und dann heißt es eh meistens ja. Und ja.
Aber dass das jetzt schon so fest verankert ist, dieser Gedanke. Ja, wir werden da auf jeden Fall jetzt schon richtig isoliert, wenn man das so sagen kann. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir da ein paar Leute haben, die doch klug genug sind, um das zu durchschauen. Weil das fällt dann schon auf, wenn da... Naja, kommt halt drauf an, wie intelligent oder aufmerksam die Leute sind. Würde mir das auffallen, wenn das in Real Life passiert, wenn man mit Gruppen unterwegs sind und auf einmal jemand als so ein Außenseiter, ein Verräter dargestellt wird? Wahrscheinlich schon. Das würde bei mir auf jeden Fall Misstrauen verursachen, nicht gegenüber jener Person, die jetzt anscheinend der Verräter sein soll, sondern dass da jetzt irgendwas im Hintergrund läuft. Aber leider wird hier wahrscheinlich, oder leider ist das halt auch in der Realität so, dass man sehr, sehr einfach manipuliert werden kann. Ich denke mal auch, die ganze Geschichte jetzt um Artikel 13 und so, ich habe das Gefühl, dass da im Hintergrund jetzt auch eher was läuft. Ist ja schön und gut, dass jetzt da viele, besonders junge Leute, politisch aktiv werden. Ist auch nichts Verkehrtes, das soll auch so sein, finde ich. Aber ich hab auch das Gefühl, dass das ja auch absichtlich so gewollt ist von irgendwelchen Leuten, die davon dann profitieren wollen. Und jetzt nicht explizit jetzt jene Anbieter wie Google und Co., die durch diesen Artikel 13 eigentlich ja die Probleme kriegen, sondern ja, keine Ahnung, ich kann mir auch Politik jetzt vorstellen. Die ganzen Politiker, die jetzt für Artikel 13 gestimmt haben, die machen jetzt so eine große Show draus und der Widerstand wird jetzt immer mehr. Sie haben ja auch für Artikel 13 gestimmt, obwohl man jetzt eigentlich schon ziemlich viel Widerstand gesehen hat. Und vielleicht ist das ja alles nur irgendwie so ein Trick, damit sie jetzt am Ende vor der Wahl jetzt noch sagen können, okay, wir hören jetzt auf das Volk, jetzt machen sie noch so eine Show draus, dass das gar nicht so, ja, jetzt ist mittlerweile ja irgendwas mit Fake, dass das ja alles Fake ist und blabliblub, das wird heruntergespielt. Aber wenn die dann auf einmal wieder ihre Meinung ändern, ne, weil sie ja eigentlich dann gewählt werden möchten, kann das auch gut sein, dass das alles nur irgendwie so eine Strategie ist. Man kann ja nie wissen. Ich bin da sowieso ziemlich misstrauisch. Wie schon gesagt, es können auch andere Leute davon profitieren, außer jetzt Google und Co. und Politiker. Wenn jetzt irgendwie so ein Aufstand passiert. Ich habe auch gesehen, zum Beispiel in Deutschland hat eher die AfD gegen Artikel 13 gestimmt. Das kann ja natürlich auch mitspielen, weil ich sowas jetzt auch auf Twitter heute auch gelesen habe. So ein Kommentar, dass man da aufpassen soll. Was ja auch stimmt, ne? Weil das könnte ja auch von AfD jetzt einfach so als Strategie hergenommen werden. Hey, wir sehen, dass da jetzt sehr, sehr viele Leute dagegen sind. Das könnten jetzt potenzielle Wähler sein für uns. Also machen wir da jetzt einfach mal mit. Das ist ja, in der Politik geht es ja um nichts anderes. Geht es nur um Stimmen sammeln und nichts. Naja, es gibt natürlich auch gescheite Politiker, die es ernst meinen, die was bewegen wollen. Aber ich habe das Gefühl, die meisten sind nicht so.
Naja. Ich bin da halt generell ein bisschen misstrauisch, sage ich jetzt einfach mal. Generell auch geworden. Das wäre jetzt auch interessant, ne? Hier. Dass das jetzt auch schon einen verrückt machen soll. Ja, warum nicht, sage ich. Schaut euch ihn an. Wie er da uns anschaut. Ja, komm. I've been found. Ja. So, was ist eigentlich, wenn wir auf die Map schauen? Wir da. Dann gibt's hier. Ach so, das ist eher ein Restroom. Okay. Wir werden wahrscheinlich in den ekelhaftesten Raum reingetan. Macht das Sinn, dass man das jetzt mit uns macht? Ich glaube schon. Weil ich denke mir jetzt gerade, was, wenn man jetzt jemanden in diese Position drängt und wir das jetzt von außen betrachten müssen. Naja, schauen wir mal. Aber ich kann mir schon vorstellen, in welche Richtung das Ganze hier gehen wird. Was auch mal wieder was anderes ist. Und eigentlich auch an sich eine spannende Thematik. Oh. Aber ja, das kann auf jeden Fall auch irgendwie das Motiv werden, dass man hier einfach nur verrückt wird. Was ja auch kein Wunder ist, ne? Bei diesen Pattern sage ich jetzt einfach mal. Wobei hier es eigentlich schon anders ausschaut. Hier schaut es anders aus. Das auf jeden Fall, ne? Also wenn die anderen Räume auch so pink sind mit den Strawberries und alles dran, dann würde ich sogar sowas eher begrüßen. Weil wenn die Zimmer jetzt gar nicht so schlecht sind, dann würde ich mich einfach einsperren. Dann wird man auf jeden Fall nicht verrückt. Nicht so schnell zumindest. Juhu! Überall die Kameras, ne? Schau mal. Ich habe jetzt 5 oder 6 gesehen. 1, 2, 3, 4, 5. Also, wenn pro Raum einer hier Platz finden sollt, dann wird das auf jeden Fall spannend. Vor allem auch kommt dann der Aspekt dazu. Warum ändert sich das jetzt? Hier schaut's für mich auch ein bisschen zu hell aus. Well. What? Hey.
So. Ach so, deswegen. Ich habe mir jetzt schon die ganze Zeit... habe mich schon gefragt... warum du jetzt mit dir reden willst. Ach, Fuyu. Komm her. Like... I know. You! So... Ah, Fuyu. Wenn ich mir das so anhöre... Er hat ja da auch seinen eigenen Kampf. Er weiß ja immer noch nicht so recht, was er mit diesem Leben hier dann anfangen soll. Spielt man dann hiermit? Ich kriege ein schlechtes Gefühl. Ich hoffe mal, dass er jetzt nicht drauf geht. Sorry. Huh? I... So... Huh? Huh? Okay. Wie er einfach da die zwei gestalkt hat. Also wirklich. Ah, gut, da drinnen war ein Monokuma. Da müssen wir auf jeden Fall dann später nochmal rein. Das auf jeden Fall. Ja sagen, okay, das Bett schaut gemütlich aus, allerdings ist mir das auch zu grell. Also ich würde wirklich das andere Zimmer begrüßen, das heruntergekommene. Sheesh. Ich weiß nicht so recht, ob das so einfach geht, ne? Habe ich schon so meine Zweifel mit. So, der letzte Raum, den wir noch so betrachten können. Ich weiß auch nicht so recht, wie viel ich heute noch zocken werde. Ich möchte auf jeden Fall hier erkunden, was noch so geht. Das ist halt die Frage, wie viel noch hier drinnen passieren wird, ne? Weil das mit dem Motiv und so, das hat sich jetzt eigentlich ziemlich schnell angefühlt, dass das auf einmal jetzt schon kommt. Heißt vielleicht, dass es bis zum Mord kommt, dass hier jetzt noch was aufgebaut wird. Das kann ich mir eher vorstellen. Dass wir hier noch ein bisschen drin verweilen werden und ich weiß einfach nicht, was heute mit meiner Stimme los ist. Fine. Go by four dark devas of destruction! Ach ja. I see. You are right.
Ist auch eine Glock. Ich weiß nicht so recht. Vor allem hier in einem eingesperrten Raum kann das sicher noch sehr, sehr wichtig werden. Dass man ein Zeitgefühl hat. This too must be the will of causality. Listen! I leave that matter to your discretion. Sag's euch, wenn das hier so eingebaut wird, dass auf einmal sich dann die Augen bewegen. Irgendwann wird das hier noch passieren, ich sag's euch. Also mir hat jetzt mal der Name nichts gesagt. Vielleicht wird der wichtig, vielleicht nicht. Und how strange. Dass hier das so aneckt, ne? Also wer auch immer hier drinnen landet, der ist jetzt schon verdächtig. So. Guest Room. Da bin ich mal gespannt, wie die das hier machen werden. Müssen wir rauf oder runter? Ich glaube runter. Okay, runter. Strawberry Hall. Schaut euch das Face hier an. Final Dead. Nagito, was machst du hier? Turn. Was, wenn ich nicht will? Man kann leider nicht weiter. Wie schade. Wie sie mich alle anklotzen. Spüre ihren Chat schon in meinen Nacken. Wieder die Grapefruit. Wo bin ich jetzt? Da. Ist wahrscheinlich der Ausgang. Die Frage ist halt auch, wie lange bleiben wir hier? Wie lange bleiben wir hier? Es hat ja geheißen, ne? Umbringen, aber... Wie viel jetzt? The Killing Game muss weitergehen, habe ich jetzt noch in Erinnerung. Okay, okay. Okay. Okay, da kann ich nicht rein. Ach, Nekomaru. Nope.
Hey, hey. Yep. Ganz normal. Ich weiß nicht, was du hast. Das war ja ganz normal. Ja, das ist eh bei jedem, dass nicht gleich null ist alles. Someone like me. Ja, ja, er labert wieder und labert. Ist vermutlich hier der Eingang oder der Ausgang. Allow me to explain. Show some spirit. Okay, okay. So, haben wir hier noch irgendwo was? Versteckt sich hier jemand? Man muss immer nachschauen, ne? Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Sheesh! Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr merkwürdiger Ort. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Können wir jetzt zweimal die Pillars anschauen? Schon ein bisschen merkwürdig.
auch das hier ist wahrscheinlich wieder gleich, oder? So, Nekomaru, noch allerletzte Worte, my bro. Ach was, man wird sich schon dran gewöhnen. Also mal schauen, ob sie auf uns hören werden. Gut, gut, gut. Oh, Monokuma steht hier und meine Stimme wieder. Oh my goodness. Dann würde ich sagen, wir klären das jetzt noch. Schauen, was vielleicht dann im Nachhinein passiert. Vielleicht legen wir uns dann schlafen. Und da würde ich dann aufhören. Was ist denn hier los? Hi. Ja, komm. Ich kann nicht mal runterschauen. Tja, Monokuma. Muss ein bisschen wachsen, ne? Hiya! Huh? Of course! Let me ask. Hey! Hey! Oh, ich hab schon befürchtet, das wird wahrscheinlich eine Rolle spielen. Vielleicht so ein richtiges Puzzle-Game wird das jetzt. Huh? Hey, see ya later! Screwed? Show some spirit! I mean... Of course not! Huh? Warum hat es vorher nicht funktioniert? Oh nein. Dieser Anblick,
Der gefällt mir nicht. How so? Hey. Oder aber das ganze Haus verändert sich jetzt. Kann ja auch sein, ne? Und wie es ausschaut, gibt es jetzt nur zwei. Grape und Strawberry. You must not. Oh. Hey! Und ich sehe jetzt erst im Hintergrund Sakura hieß sie doch, ne? Och Mädel. Er wird aber jetzt schon ein bisschen frustriert, oder? Wenn er jetzt zu sowas greift. Hey! What? Damn it! Damn it. I don't want that! Naja, wir haben immerhin noch die Soda-Maschine, ne? Wir können immerhin nicht verdursten. Das ist ja auch mal ein Anfang, ne? Sheesh. Hey. Right? Wieder voll die Neid. Hey. Damn right. Then I see. Show some spirit. Okay, okay. Wobei das jetzt auch schon ein gewisses Risiko ist, dass wir uns jetzt sehr viel bewegen, ne? Muss ja ehrlich sein, dieses Schwarz ist jetzt ziemlich angenehm im Vergleich zu dem ganzen Grillen. Farben, die wir so jetzt gesehen haben. Das wird vielleicht mein Lieblingsort hier.
some spirit! I see. Wobei das hier eigentlich schon sehr angenehm ausschaut. Ja, muss man schon sagen. Außerdem muss ich jetzt hier an etwas denken. Ich habe im ersten Teil, habe ich ja als Thumbnail so ein schwarz-rotes gehabt. Und dann für das Aftergame habe ich dann so ein grün-weißes gehabt. Zwar ist jetzt das Rote, was ich so verwendet habe, nicht so grell wie hier in dem Spiel. Aber das hier schaut schon ein bisschen so aus wie von der Farbgebung auf jeden Fall, wie das Thumbnail. Ja, komm. I see. Hold it. What? Kluge Entscheidung, Mädel. Oder du willst uns zu nahe treten. Well? Yep. Want me to tell you? Hey. You. Man. That's right! This is troubling. Hey. Shut up! Shut up! Huh? Well, yeah. Damn it.
get this at all. Damn it! You insolent fool! That was close. Hey, hey. I shall engulf this world. Now then. Damn right. Of course. Gut, können wir hier eigentlich raus? Okay, dann halt nicht. Ich hoffe mal, dass ich das Erkunden jetzt nicht verpasst habe, weil ich gleich hier hergegangen bin. Dann würde ich aber sagen, ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um den heutigen Stream zu beenden. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt eine Pause einlege und dann noch 2 Stunden streame. Und das ist eigentlich ein relativ guter Zeitpunkt. Da müssen wir uns nicht so viel merken. Bis zum nächsten Mal. Gut. Dann war's das auch wieder für heute. Ich kann mir schon ziemlich gut vorstellen, dass dieses Kapitel ziemlich spannend werden kann. Also mal schauen. Ist auf jeden Fall auch mal was anderes, würde ich hier mal sagen. Auch jetzt von der Thematik und jetzt gleich mit dem Motiv. Es können ja jetzt mehrere Motive sein, ne? Das wird auf jeden Fall spannend. Naja, das war's aber, würde ich sagen, für heute, meine lieben Leute. Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand anwesend war. Aber an die Leute, die sich das vielleicht im Nachhinein anschauen, danke, dass ihr euch die Zeit nehmen werdet. Herzen für euch. Und wir sehen uns dann irgendwann wieder. Ich weiß jetzt nicht wann. Kann es sein? Oh. der Chat. Den hätte ich eh umstellen müssen. Naja, ist ja jetzt wurscht. Das war's auf jeden Fall. Ihr seht jetzt nur 3 Herzen, aber in Wirklichkeit sind es 6 Herzen. Ja. Ich kann zählen. Wow. Ja. Ich hoffe mal, dass ich speichern kann. Ja. Dann würde ich sagen, das war's. Leute, macht's gut. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.